Hallo und herzlich willkommen an alle, die jetzt wieder zuschauen. Ich begrüße euch auch im Namen des jungen Literaturbüro Lüneburg sehr herzlich und ich begrüße ganz besonders herzlich die Autorin Stefanie Höfler. Mein Name ist Christine Knödler, ich bin Journalistin, Kritikerin und Autorin und darf wieder einmal durch ein solches Gespräch führen. Ich freue mich riesig. Bevor Stefanie Höfler und ich losreden, möchte ich die Autorin noch ganz kurz vorstellen. Und das fängt damit an, dass sie eigentlich Lehrerin ist, als Lehrerin arbeitet und als Theaterpädagogin. Das hält Stefanie Höfler aber in keinster Weise davon ab, sich regelmäßig herausragende Kinder- und Jugendromane auszudenken, sie zu schreiben und auch Texte für Bilderbücher zu verfassen. Schon ihr erster Roman, Mein Sommer mit Mucks, 2015 erschienen, wurde 2016 für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert und auch etliche andere Romane wie Tanz der Tiefseequalle oder Der große schwarze Vogel. Alle ihre Bücher erscheinen übrigens im Verlag Gehls und Gehlberg. Dass die so preisgekrönt und nominiert sind, hat natürlich einen Grund. Sie sind überaus literarisch und kunstvoll. Sie sind glaubwürdig, authentisch und immer sehr aktuell. Das Beeindruckende daran ist, dass Stefanie Höfler, die sich vieler Themen annimmt, großer Gefühle, existenzieller Erfahrungen, dass sie niemals Lehrstücke schreibt oder gar B-Lehrstücke, sondern eben Geschichten erzählt, die sich zum Beispiel mit Armut befassen, mit Freundschaft und den Fallen von Freundschaft, mit Sterben, Abschied, Tod, Trauer, mit Außenseiterfiguren sehr oft. Also wir haben viel Stoff, über den wir reden können. Und Stefanie, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Ich freue mich auch. Vielen Dank für diese schöne Begrüßung und Einleitung. Sehr, sehr gerne. Meine erste Frage, die ich an dich habe, ich habe ja vorher gesagt, du arbeitest als Lehrerin. Man sagt ja so gerne, Geschichten liegen auf der Straße. Wie ist es denn bei dir? Liegen die Geschichten dann folgerichtig auf dem Schulhof? Ja, das fragen mich tatsächlich auch sehr, sehr viele meiner Schülerinnen und Schüler, die dann mitkriegen, dass ich auch Bücher schreibe, ob sie jetzt demnächst dann im nächsten Roman vorkommen. Manche fragen das sehr angstvoll und manche hoffnungsfroh. Und da muss ich sagen, nee, also die Geschichten, die ich auf dem Schulhof vielleicht sehe, die transportieren sich jetzt nicht eins zu eins in Literatur. Aber natürlich wird das eine oder andere, was ich dort wahrnehme, genauso wie alles andere, was ich eben wahrnehme in meinem Alltag, sich in einer Geschichte wiederfinden. Ich nenne es gerne auch Hochspülen von kleinen aufgesaugten Eindrücken, die man als Schriftstellerin eben oder die ich als Schriftstellerin eben so sammle am Wegesrand. Und also was dich ja so auszeichnet, neben der Stoffzusammenstellung, die ich wirklich fantastisch finde, vor allen Dingen kombiniert mit der Fähigkeit, dass daraus ja keine Problembücher werden, ist deine Sprache. Ich würde sagen, du bist eine sehr mit der Sprache arbeitende Autorin, könnte man sagen. Ja, klar, du bist Autorin, aber wie du das machst, ist eben was sehr Besonderes. Wenn man jetzt so überlegt, womit fangen Geschichten an? Ist es eher die Idee, der Stoff, das Thema oder ist es das sprachliche Phänomen, was dir vielleicht eine Szene oder ein Dialog, der dir in den Sinn kommt? Also es ist tatsächlich bei jedem Buch ein bisschen anders, was zuerst da ist. Bei mir sind es aber schon besonders häufig die Figuren. Also dass ich eine einzelne Figur vor Augen habe, die mir sehr präsent ist. Als hätte ich sie gerade, so erkläre ich es meinen Leserinnen oft bei Lesungen, als hätte ich diese Figur gerade im Zug getroffen oder so. Ja? Als würde sie vor mir stehen. Und dieser Figur möchte ich eben dann eine Stimme geben. Und sehr, sehr häufig brauche ich dafür auch am längsten überhaupt in dem Roman, um diese Erzählform zu finden, den Rhythmus, den die Figur hat, wenn sie ihre Geschichte erzählt oder wenn sie die Geschichte von jemand anderem erzählt. Jetzt in meinem letzten Buch Feuerwanzen lügen nicht, ist es ja eher so, dass Nitz, der Erzähler, die Geschichte seines Freundes Mischa erzählt. Und dafür muss er eine Sprache, einen Rhythmus, einen Sprachwitz auch finden. Und das ist tatsächlich
das, woran ich am längsten arbeite. Und ich freue mich natürlich schrecklich, wenn jemand das dann anspricht und sagt, die Sprache ist das Kernstück meiner Bücher, weil ich selber auch so empfinde. Als würde ich ganz normale Geschichten erzählen, die jeder andere Autor, jede Autorin sie erzählen kann. Aber also was ich selber finde, was meine Bücher auszeichnet, ist gar nicht die Handlung unbedingt, sondern tatsächlich meine besondere Art, eine Sprache zu finden für eine Geschichte. Ja, also kann ich nur aus ganzem Herzen bestätigen und erwidern. Jetzt bleiben wir mal bei deinem jetzt gerade erschienenen Feuerwanzen Lügen nicht. Also das ist ja schon mal, wie öfters übrigens, finde ich, bei dir ein sehr außergewöhnlicher Titel, wenn man jetzt mal ganz sozusagen mit dem Cover und dem eben dem Buchtitel anfängt. Ist es ein Sprichwort oder ist es eine Erkenntnis, diese Feuerwanzen lügen nicht? Kannst du dazu was sagen? Ja, also über den Titel spreche ich gar nicht so schrecklich gerne, weil der Titel nicht mein Wunschtitel ist. Ah, Und super, ich will gar nicht interessant. so, will gar nicht so viel dazu sagen. Aber was ich durchgesetzt habe, was in den Titel rein muss, waren die Feuerwanzen. Und ja, deshalb, weil ich finde, dass in dem Titel zumindest ein Wort, ein Bild sein muss, das eben Menschen aufhorchen lässt und zusammen mit dem Cover, das ich sehr mag bei diesem Buch, das Carla Haselbauer gemacht hat, eine ganz junge Illustratorin, die ich sehr mag und auch kenne. Zusammen mit diesem Cover hat es schon so einen gewissen Bäm-Effekt und den möchte ich irgendwie schon gerne haben. Und da streite ich auch viel dafür, dass der nachher da ist, damit eben meine Bücher Leserinnen und Leser finden. Und da betone ich tatsächlich Leserinnen und Leser gerne nochmal, weil ich finde, dass ich keine Bücher schreibe, die eben hauptsächlich für Mädchen oder Jungs sind oder eben, ja, also man sagt ja auch, Mädchen lesen viel mehr als Jungs und ich stelle immer wieder fest, dass ich viel auch von Jungs gelesen werde und dass auch, wenn ich in Schulklassen gelesen werde als Lektüre, die Jungs oft besonders auf die Geschichten anspringen und das macht mich schon auch so ein bisschen stolz und da will ich natürlich Toll. bleiben. Natürlich, Ja. weil du eine anerkanntermaßen eher komplizierte, in Anführungszeichen, Lesergruppe hast, jedenfalls denen man das Viellesen nicht so attestiert. Jetzt sind ja hier im Zentrum, sind ja nun zwei Jungs, du hast es gerade Ja. schon gesagt, Nitz ist der Erzähler, der Ich-Erzähler, und es geht um diese ganz besondere Freundschaft. Wenn wir vorher die Form angesprochen haben, ist ja Nitz nicht nur ein Sprachgenie oder Sprachspieler, er sagt ja auch von sich selber, er hat die Wortmusik für sich entdeckt. Was hat's mit der Wortmusik auf sich? Ist es so eine Art kleines schriftstellerisches Credo? Ja, also Wortmusik in Nitz' Fall heißt ja tatsächlich, dass er reimt, solange er wach ist, sozusagen. Also er verformt seine ganzen Eindrücke, seine Erlebnisse in Reime oder auch in Stabreime. Also viele Sätze, die eben Stabreime haben, das heißt, dass die Wörter mit den gleichen Buchstaben anfangen, die aufeinanderfolgenden und ich habe unendlich viel natürlich daran gearbeitet, dass das nachher auch passt und dass es aber nicht künstlich klingt, sondern lässig möglichst. Ja, ich hoffe, dass es mir einigermaßen gelungen ist, auch jetzt, wenn Jugendliche das lesen. Und ja, also ich glaube eben dran, dass man die Wirklichkeit in besondere Sprache umformen kann und dass es nicht allen, aber vielen Menschen, auch mehr Menschen, als es vielleicht selbst für möglich halten würden, Freude bereitet. Absolut. Die Welt Und in eine besondere Sprache umzuformen. ja. Und nun hast du, also Nitz ist ja einer, der eben, also der gilt ja so ein bisschen als Störenfried und Schwätzer, kann man glaube ich sagen. Er ist eher so der Kasper, der Mischa ist ja so ganz ernsthaft. Wer könnte als typischer Streber eigentlich durchgehen, ist es aber überhaupt nicht, weil er da zu viel zu solidarisch ist, zum Beispiel mit seiner kleinen Schwester. Also das ist so, mit wenigen Strichen zeichnest du ja da sehr ausgefeilte Charaktere, sehr eigenwillige Charaktere. Ich auch sagen würde, das zieht sich ja durch deine ganzen Romane durch. Dieser Nitz, also jedes Kapitel fängt mit einem Gedicht an. Du hast es jetzt schon gerade gesagt, du hast da viel gefeilt. Da habe ich so gedacht, wow, ich weiß es ja nun, aber du traust dich was. Musst du um sowas kämpfen, wie um den Titel, wie wir vorher gehört haben? Oder sagt das Lektorat, hey, super, endlich mal was ganz anderes? Total lustige Frage. Also, ich musste gar nicht kämpfen. Also, ich habe glücklicherweise eine Lektorin, die mir sehr vertraut und der ich auch sehr vertraue, nämlich Barbara Gelberg, die auch meine Texte kennt, die Lust hat, was zu probieren mit mir.
Und bei den Sprüchen, da war ich mir auch nicht so sicher. Ich wollte aber das, was am Anfang der Kapitel steht, einfach. Also ich wollte gerne, dass die Kapitel nicht trocken anfangen, sondern dass da irgendwas am Anfang ist. Es ist einfach auch eine Geschmackssache, wie man das gerne startet, glaube ich, so ein Kapitel. Und ich war mir auch nicht sicher, ob das jetzt bei Jugendlichen so zieht, aber naja, man gibt es da mal ab. Und da kamen jetzt keine Einwände. Die einzigen kamen zum Thema Rhythmus und ich habe mehrere meiner Sprüche dann tatsächlich verfilmt und dem Lektorat geschickt, damit sie hören, dass das rockt. Ja, also ich kann auch gerne mal eins lesen, Ja, wenn du bitte Lust hast. unbedingt, das ist ja sehr cool. Also es gab da natürlich dann so die Frage, ah, fehlt da noch was Metrisches, was im Rhythmus, muss da nicht noch ein Wort rein? Und ich habe dann einfach gesagt, okay, ich lese es dir jetzt mal, ja, damit du hörst, das stimmt schon so, wie es ist. Es soll ja auch nicht ein barockes Sonett sein, sondern es ist ein Rap. Und also eins meiner Liebsten ist das vom dritten Kapitel über die Faultiere und das geht so, ich hoffe, ich kriege es jetzt hin, gleich vom ersten Mal. Faultiere hängen oder Faultiere, die baumeln an den Bäumen, Ästen, oben droben, loben sie verschroben, so ihr umgedrehtes Schweben, fristen ungestört ihr Leben, Kopf über Schopf, nieder, Hopf, nie mehr auf den Boden. Wenn du baumeln kannst, ist umgedreht sein fast so gut wie schweben. So ungefähr. Ich bin hingerissen. Fantastisch. Das ist aber auch tatsächlich, ich liebe dieses Gedicht auch sehr, weil das auch mit diesem Beschreiben des Faultiers zum einen, aber halt ja auch dieses, was, wie kann man eigentlich fliegen mit Worten gegen die Wirklichkeit und so weiter. Da ist ja ganz, ganz viel drin, auch übrigens wieder aus der Geschichte. Und sag mal, hast du selber eingelesen oder hast du dann doch mal bei deinen SchülerInnen zugegriffen und die lesen lassen? Nee, das war ich überhaupt nicht, Okay. tatsächlich. Also meine Schülerinnen und Schüler, die halte ich tatsächlich doch ziemlich raus aus der Literatur. Es gibt nur eine ganz kleine Gruppe, die regelmäßiger vielleicht so ein bisschen mehr von meinem schriftstellerischen Leben mitkriegt. Und das ist meine Arbeitsgemeinschaft Kreativ Schreiben, die ich einmal im Monat mache. Und dort habe ich einfach Begegnungen mit jungen Menschen, die auch schreiben. Und denen ich dann natürlich sage, so, hey, es ist jetzt nicht einfach so ausgedacht, wenn ich dir einen Tipp gebe, sondern ich brauche auch Tipps und wir tauschen auch dann. Das finde ich besonders reizvoll, zu sagen, so, ey, du hast mir jetzt fünf Texte von dir gegeben und dich ja ein Stück weit auch nackt gemacht damit mit den Texten Natürlich. vor mir. Ja. Willst du von mir auch mal was haben? Wir tauschen. Also ich mache das mit anderen SchriftstellerInnen auch, aber ich mache das auch gern mit SchülerInnen, weil. Ja, also die geben mir ja auch Dinge. Dann Ja. kann ich genauso was zurückgeben in dem Moment. Toll. Jetzt hast du die ziemlich auch schon wieder sehr bildreiche Formulierung. Man macht sich nackt, wenn Ja, man schreibt. Kannst du dazu was sagen, bitte? naja, also ich setze natürlich nicht mein Leben eins zu eins in Literatur um. Auch das muss man oft erklären, wenn Jugendliche einen fragen. Ist es denn dein Leben, was du da erzählst? Ist es ihr Leben? Ist es eins zu eins aus dem Alltag gegriffen? Nein, das ist es natürlich nicht. Aber sehr, sehr viel bildet sich ja schon ab von dem, was man denkt, was man fühlt, von den eigenen Werten, ja, von dem, was einen beschäftigt. Und das findet sich in der Literatur wieder. Und gerade wenn ich jetzt zum Beispiel eine Kurzgeschichte tausche, dann ist da manchmal noch mehr als im Roman auch von mir drin und von meinem Erleben, von meiner Gedankenwelt. Und insofern sage ich, ich schenke dem anderen in dem Moment etwas von mir, wenn ich ihm eine meiner Geschichten gebe. Genauso wie die SchülerInnen mir auch was schenken von sich, wenn sie mir so eine verrückte kleine oder also verrückte kleine Geschichte geben oder aber auch ein Gedicht. Also ich bekomme sehr, sehr persönliche Texte dort auch und das bewegt mich, berührt mich und fordert mich aber auch raus, dann zu sagen, ich möchte auch sowas wiedergeben auf Augenhöhe. Ja. Ja, und wenn du so dieses Persönliche, was man preisgibt beim Schreiben, glaube ich, immer auf die eine oder andere Weise, dann ermöglichst du ja vielleicht gerade dadurch, dass dann bei den LeserInnen möglich ist, dass man sich selber auch so involviert. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das so ein sehr kreatives Hin und Her ist, ohne dass man sich dessen immer bewusst ist. Ja. Jetzt geht es ja bei den Feuerwanzen um ein Thema, von dem ich sagen würde, das taucht bei dir immer wieder auf. Es ist zum einen eine Freundschaftsgeschichte, eine ganz intensive Freundschaftsgeschichte zwischen zwei Jungs. Und es geht aber auch um Armut.
So wie auch, dieses Buch möchte ich auch unbedingt noch zeigen. Mein Sommer mit Mucks. Das ist das Debüt von dir. Und ich weiß, als ich das gelesen habe, da dachte ich so, wer ist diese Frau? Ist ja Wahnsinn, eine ganz eigene Stimme. Auch da das Thema Armut. Wie kommt es, dass du da immer wieder offenbar landest? Also ich sehe Mucks gar nicht so sehr als Armutsbuch, sondern Nee. als, ja, also eher als Buch mit auf der Seite von Mucks eben Familienproblemen Ja, tatsächlich. Gewalt in der Familie kann man ja später. Ja, also da ist Gewalt im Spiel und da ist tatsächlich auch Flucht im Spiel, Flucht vor dem gewalttätigen Vater. Und die Armut oder das, was Sonja, die Erzählerin, als prekär wahrnimmt, ist eigentlich daraus eine Folge, weil diese Familie die ganze Zeit auf der Flucht ist, ja. Also man weiß eigentlich nicht, ob die Familie jetzt schwierige soziale Verhältnisse hat. Sie ist vor allem erstmal einfach ja, bedroht. Die Mutter, die Oma und der Mucks selber. Und ja, warum lande ich bei Problemthemen wie, du hast vorher so schön gesagt, es sind keine Problembücher. Das finde ich sehr schön, ja, weil es gibt nämlich sehr, sehr viele Leute, die dann doch sagen, ja, sie schreiben ja immer diese Problembücher da, aber dann mit einem leichten Witz. Ich würde es eher andersrum sagen, es sind Bücher, die echte Themen besprechen. Themen, die die Jugendlichen und auch erwachsenen Menschen heutzutage beschäftigen. Und ich finde es einfach interessanter, spannender, etwas zu erzählen, wo ein Konflikt enthalten ist, der auch real ist. Also ich interessiere mich überhaupt nicht für irgendwelche fantastischen Welten, zumindest im Moment nicht, kommt vielleicht noch, wer weiß. Aber mich interessiert eigentlich das, was da ist. Und das möchte ich gerne erzählen. Und das ist, so wie ich es wahrnehme, eben keine Bullerbühne, sondern es ist eine Welt voller Gewalt, voller plötzlicher Todesfälle mit Mobbing, mit Armut, mit Konflikten zwischen Freunden und aber auch eine Welt, in der eben in all dem sich ziemlich viele Sonnenstrahlen verbergen, jedenfalls für mich als Optimistin. Und das möchte ich gerne erzählen. So. Ja, natürlich. Und vielleicht sollten wir ganz kurz über den in der Szene, in der Kinder- und jugendliterarischen Szene so besetzten Begriff Problembuch sprechen, was man damit meint. Genau, also wenn ich das Wort als Kritikerin benutze, dann meine ich es negativ, weil dann heißt es, man hat ein Problem und darum strickt man eine Geschichte und man schafft Betroffenheit durch die Schwere der Problematik, wo ich so denke, das ist genau falsch rum. Und wenn ich dann so bei dir sage, es ist, du machst es eben nicht, so ist es deswegen, weil du eine Geschichte erzählst, die aber eine Relevanz hat. Und zwar durch den Stoff, das würde ich schon sagen. Jetzt hast du ja vorher gesagt, dass deine SchülerInnen oder du gelegentlich gefragt wirst, hat das alles mit deinem Leben zu tun? Und das hat es in dem Fall ja nun gar nicht. Ich glaube, ich darf erzählen, dass du mit deiner Familie und sogar mit Hühnern, wie ich weiß, auf dem Land lebst. Also nicht in Verhältnissen, wie wir es jetzt bei dem Mischa und seinem Vater und seiner kleinen Schwester haben. Und das, zeitgleich gibt es diese Debatten, darf man das überhaupt? Also darf man sich eine Stimme zu eigen machen, die man nicht kennt? Wie bereitest du dich denn vor, wenn du sagst, mir scheint das Thema Armut jetzt aber wichtig oder es gehört zu meiner Figur dazu, wenn ich es richtig verstehe? Was antwortest du da möglichen KritikerInnen? Ja, also ich fühle mich in der glücklichen Lage, dass wir in der Kinderliteratur, in der Jugendliteratur noch nicht ganz in dieser Debatte so, ja, mit so einer Schärfe angekommen sind, zum Thema kulturelle Aneignung, nenne ich es jetzt einfach mal, ja. Oder in dem Fall wäre es jetzt soziale Aneignung oder ich weiß nicht, ob es den Begriff schon gibt. Aber ich habe im vorletzten Semester eine Poetikdozentur in Karlsruhe gemacht und da wurde ich eben aufgerufen, auch über mein Schreiben zu berichten und da habe ich mir genau dieses Thema ausgesucht und es ist vielleicht natürlich ein bisschen plakativ, aber ich habe die Frage gestellt, okay, liebe Leute, wer kann sich denn vorstellen, dass Jugendliche eine Geschichte lesen wollen aus der Perspektive einer Mitte 40-jährigen Lehrerin und Mutter? Wird dann vielleicht nicht so spannend, ne? Wie Ja, du das schon sagst, klingt so. ich weiß nicht, ja, also ich empfinde den Kern der Literatur darin,
als lesende und als schreibende Person, dass ich die Möglichkeit habe, mich in andere Figuren hineinzuversetzen, mir andere Perspektiven anzuziehen und sie damit für mich geistig, aber vor allem auch emotional erschließbar zu machen. Das heißt, ich fühle mich in Personen ein, die nicht ich sind und die auch völlig anders leben als ich. Und natürlich brauche ich dafür Hilfsmittel. Also ich muss Menschen interviewen, ich muss vielleicht recherchieren. Ich muss aber vor allem genau hinschauen, wenn ich andere Menschen treffe. Es liegt nämlich gar nicht so schrecklich weit weg, dieses Mischerleben von dem, was ich jetzt hier vielleicht habe und wo jemand anderes drauf guckt und sagt, sieht jetzt doch aus wie Bullerbü. Sondern die Leben, die liegen nicht sehr weit voneinander entfernt, diese Leben, die ich da schildere und meins. Sondern ich muss halt genau hinschauen und dann vielleicht auch ein paar Leute befragen, beobachten. Und interessanterweise bekomme ich von Jugendlichen überhaupt gar nie den Vorwurf, dass ich jetzt aus der Perspektive einer zum Beispiel halb ägyptischen deutschen jungen Frau schreibe. Im Gegenteil. Ich habe dort Jugendliche, die sagen, hey, zum ersten Mal hatte ich eine Figur als Ich-Perspektive, die ich lesen konnte, die so ist wie ich, Ja, die super. nämlich nicht zu 100% biodeutsch ist, sondern ich bin Deutsche, aber ich habe eben kroatische, ägyptische, was auch immer für welche Wurzeln und endlich erzählt mal jemand aus der Perspektive und das hat mich ehrlich gesagt bestärkt, dem schon was entgegenzusetzen, diesem Vorwurf und zu sagen, natürlich kann ich nicht aus jeder Perspektive schreiben, einfach so mal aus der Hüfte geschossen, aber ich traue mir schon zu, in gewissem Maße auch aus meiner eigenen Perspektive rauszugehen und mit meinem Herz und meinem Verstand in eine andere Figur mich hineinzubegeben und aus dieser Figur heraus zu erzählen. Aber ich lasse mich gern eines Besseren belehren. Also wenn mich Vorwürfe anfluten, würde ich denen durchaus begegnen. Bisher war es noch nicht so stark der Fall Weil tatsächlich. du ja eben diese Beobachtungsgabe, das merkt man ja deinen Texten an, deshalb sind sie ja auch von so einer Glaubwürdigkeit, von so einer hohen Stufe, was du gerade eben, oder die Geschichte, die du erwähnt hast, ist Tanz der Tiefseequalle. Auch das ein toller Titel übrigens, weil auch rätselnd, poetisch, also damit ist auch schon ganz viel gesagt. Natürlich möchte ich noch ganz schnell wissen, was wäre dein Titel gewesen? Verrate ich nicht. Ah, okay, ich dachte, wenn ich das jetzt so ganz unauffällig dir mal schnell, okay. Nein, nein, nein. Also ich sage auch warum, weil keine Ahnung, vielleicht brauche ich ihn nochmal, ne? Ah, sehr gut, okay. Ja, wer Sehr weiß. gut. Also keine Ahnung, manchmal ergeben sich da neue Kurzgeschichten, Langgeschichten, wie auch immer, aus dem, was noch so übrig ist. Meine Lektorin sagt immer, auch zu Textteilen, schau mal, das ist zu viel, heb's auf. Das brauchst du vielleicht Super. nochmal. Ach, sehr Genau. gut. Und oft brauche ich es auch nicht, aber manchmal tauchen Dinge wieder auf. Tanz der Tiefseequalle übrigens ist mein Titel. Von Anfang an Ja, gewesen. super. Also ich finde ihn ganz toll. Du hast vorher so geschwärmt von dem Cover. Ich fand es schwer zu lesen, Aha, tatsächlich. Also ich echt? weiß auch nicht, ist es blöd, es ein bisschen zu erklären. Man sieht natürlich da oben diese beiden Jungs, um die es geht. Aber diese Landschaft oder der Stein, ich musste mir sehr überlegen und ich bin auch nicht wirklich zu einem Schluss gekommen. Ich glaube, das muss man auch nicht tatsächlich. Ja. Also ich war eigentlich direkt begeistert von dem Cover, aber ich muss auch sagen, ich mag es gerne etwas verrätselt. Ja. Ich mag gerne, wenn ich da hingehen kann, weil ich gehe ja wirklich auch in die Lesungen und ich werde viel zu den Covers gefragt, weil es ist nun mal in Deutschland doch relativ verbreitet, dass wir Fototitel haben, also Fotocover. Und mein Verlag weiß, dass das etwas ist, was ich nicht mag, weil ich möchte nicht, dass von den Figuren schon eine Vorstellung im Kopf des Lesers, der Leserin vorherrscht, sondern dass die einfach keine Gesichter haben, sozusagen, sondern sich selber ein Bild machen können. Und bei dem jetzt, da habe ich tatsächlich auch schon drüber gesprochen mit den Jugendlichen, vor denen ich gelesen habe und habe gesagt, was seht ihr denn eigentlich? Ja? Und die meisten sagen, ja, ich sehe irgendwie so ein Planeten oder ein Meteoriten, der so im Nichts schwebt. Und ich möchte es gar nicht von mir aus erklären, aber ich fand den Meteoriten oder diesen Planet, der einfach für sich ist, fand ich eine sehr coole Interpretation.
von etwas, was man gar nicht unbedingt interpretieren muss. Aber ja, das ist ja das, was passiert. Diese zwei Jungs sind plötzlich auf ihrem eigenen Planeten. Nitz muss eine Entscheidung treffen, wie gehe ich mit dem Geheimnis meines Freundes um, das nur mir jetzt mitgehört. Mischa ist irgendwie auf seinem eigenen Planeten, weil er nicht so ist wie die anderen und das aber auf keinen Fall preisgeben möchte oder möchte, dass jemand da reinschaut in sein Anderssein, in sein anderes Leben. Und deswegen, ja, passt doch, oder? Total, total. Und also ich persönlich finde auch so dieses, was muss ein Cover und ein Titel erreichen? Es muss ja einfach nur erreichen, dass man mit irgendwas hängen bleibt. Und man kann auch über Irritation natürlich hängen bleiben. Das ist ja ganz klar. Übrigens, da möchte ich selber unbedingt was hinzufügen. Also ich habe ja jetzt auch zunächst mit Widerständen und jetzt inzwischen mit einer Riesenfreude Bilderbuchtexte geschrieben. Du hast es vorher erwähnt, das wollte ich überhaupt nie machen und ich dachte auch, ich kann es überhaupt nicht. Und was mir aber jetzt habe ich die dritte Geschichte gerade, bin ich gerade am Schreiben. Und was mir auffällt, ist, dass es mir unheimlich wichtig ist, dass die Illustrationen eben über den Text hinausgehen. Und nicht nur das, sondern dass ich Leerstellen im Text lasse, die die Illustration füllen darf, und zwar nach ihrem Geschmack. Ja, also dass eben Text und Bild sich nicht so aufeinander stapeln, sondern wirklich so ineinander greifen und das Bild mehr erzählt als der Text und der Text auch mehr als das Bild, sodass sich es ergänzt zu einem größeren Ganzen im Künstlerischen, aber vor allem auch in dem, was erzählt wird. Und das ist ja bei Claudia Weikert und meinen zwei Igelbüchern, finde ich, ihr so super gelungen. Und mit jedem Mal macht es mehr Spaß, weil ich dann weiß, oh ja, jetzt lasse ich wieder eine Leerstelle und da kann sie was erfinden. Das finde ich super toll. Also beim Kinderbuch reizt mich was anderes. Da reizt es mich eigentlich die Gefühle von Kindern in der Gruppe jetzt bei dem Bilderbuch oder bei Helsin in einem einzelnen Menschen zu schildern. Dafür Bilder zu finden, ja, wo Kinder einfach mitgehen können, wo sie spüren, da passiert was. Und das ist was völlig anderes als das, was ich bei den Jugendbüchern oder auch bei Kurzgeschichten für Jugendliche und Erwachsene mache, wo ich wirklich ja mit der Sprache versuche zu experimentieren oder auch mit der Handlung einfach kompliziertere Stränge bilde als jetzt im Bilderbuch. Kinderbuch Helsin Appelsin. Und der Spinner, an dem leidet nämlich die Helsin immer wieder und zuckt dann sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes aus. Ganz, ganz wunderbar auch da, weil du so bei der Figur eben bleibst. Jetzt wollte ich dich fragen, wenn du anfängst zu schreiben, weißt du vorher, gibt es ein Kinderbuch, ein Jugendbuch? Also beim Bilderbuch klar, aber bei den, das sind ja doch durchaus auch so, da gibt es ja Ränder jeweils nach unten und nach oben. Legst du das vorher fest oder lässt du dich treiben? Ich lasse mich treiben und tatsächlich ist es meiner Lektorin zu verdanken, dass ich mich überhaupt auf diese, auf die kleineren eingelassen habe als Altersgruppe, weil ich eben, wie gesagt, gar nicht dachte, dass ich das kann oder dass es mir auch überhaupt irgendwas gibt. Ja, tatsächlich, beim Bilderbuch muss man es ja definieren, logisch, weil man dann eine Illustration dazu finden will und weil man auch irgendwie eine Vorstellung haben muss, wie lang soll dieser Text überhaupt sein. Aber tatsächlich eine genaue Festlegung gibt es nicht mal da und beim anderen sowieso nicht. Also ich schreibe eine Geschichte aufgrund der Figur, wie ich vorher gesagt habe, und ja, ausgehend von der Handlung und eigentlich nicht davon, wer soll das jetzt lesen. Führt natürlich auch zu Debatten manchmal, weil der Verlag gerne immer das Alter auch niedriger setzen möchte, als ich das selber sehe. Vielleicht, weil meine Sprache eine relativ große Klarheit hat, aber es fällt halt immer wieder auf, dass erst ab einem gewissen Alter auch eine Reflexion oder ein Begreifen eines gewissen Themas oder auch einer sprachlichen Form überhaupt geht. Also zum Beispiel bei Tanz der Tiefseequalle mache ich bei Tanz der Tiefseequalle mache ich die Erfahrung, dass eben erst ab einem gewissen Alter diese Möglichkeit für einen Zuhörer, eine Zuhörerin besteht, diese zwei Perspektiven für sich klar zu kriegen. Wer ist wer? Und dann auch zu registrieren, oh, die reden ja unterschiedlich, weil die auch unterschiedlich leben und weil sie unterschiedlich ihre Geschichte reflektieren. So. Und in dem Fall eben junge Mädchen und eben wieder natürlich, also natürlich sage ich jetzt, weil es dich eben ja sehr fasziniert, weil es da was zu erzählen gibt, eine Außenseiterfigur, ein
mehrgewichtiger Junge, der gemobbt wird und so weiter. Und dann die Klassenschönheit mit diesem ägyptischen Hintergrund. Und es treffen eben Kulturen, Traditionen, Frauen, Männerbilder. Da ist so viel drin. Und es leuchtet mir natürlich ein, dass man sagt, da beschäftigt man sich eben in einem bestimmten Alter, was aber nicht damit zu verwechseln ist, dass man sagt, man macht jetzt für die Kleinen, für die Kinder. Also die Augenhöhe ist ja überall dann da. Was brauchst du denn? Also nun bist du Lehrerin, du bist Theaterpädagogin. Also das klingt jetzt nicht nach einem ruhigen Alltag. Wie baust du dir dein Schreiben ein und wo? Also was brauchst du auch vom Arbeitsplatz her, damit du gut arbeiten kannst? Also ich würde jetzt gern sagen, ja, da gibt es tolle Regeln, ja, das mache ich genau so, Thomas Mann-mäßig von 8 bis 12 passiert dieses nur montags. Nein, leider funktioniert es überhaupt gar nicht, weil es für jeden Menschen, der an der Schule irgendwas mal gearbeitet hat, ob als Lehrer, Hausmeister oder als Bibliothekarin, es ist völlig klar, in der Schule gibt es Stoßzeiten, in der Schule gibt es Spontanitäten, es gibt Extratermine, dann kommt die Theateraufführung. Das funktioniert überhaupt nicht, dass ich sage, so, jetzt wird 3 Tage geschrieben oder so. Ich habe auch tatsächlich nur einen Tag frei überhaupt von der Schule. An den anderen habe ich immer irgendwo Unterricht und das ist schon ziemlich knifflig tatsächlich. Und das andere ist, dass die Schule mitsamt meiner Theatergeschichte, die ich da ja auch noch mache, manchmal mehrere Projekte auf einmal extrem viel Kreativität frisst tatsächlich. Also ich schreibe auch Texte für die Schülerinnen, die da mit mir auf der Bühne stehen oder ich habe eben diese AG Kreativschreiben und es geht ganz, ganz viel Muße auch dort hinein. Ich versuche aber so ein paar Freiräume zu haben. Und den einen freien Tag zum Beispiel dann auch möglichst so wirklich freizuschieben, sodass ich da den Kopf freikriege, um an meinen Projekten weiterzuarbeiten. Aber es funktioniert mal besser, mal schlechter und in der Corona-Zeit zum Beispiel einfach überhaupt gar nicht, um es ganz klar zu sagen, Echt weil da ja auch noch interessant. meine Kinder zu Hause waren. Ja, Und ja. in der Zeit habe ich nicht das gemacht, was ich klassisch arbeiten nenne als Schriftstellerin, sondern ich habe tatsächlich überarbeitet. Und überarbeiten zählt aber für mich nicht so richtig. Richtig. Ja. Obwohl es ganz, ganz viel Raum einnimmt, dass ich an einem Text, der schon da ist, nochmal verändere und streiche und kürze, neue Figuren hineinbaue und so. Das nimmt Was? eigentlich wirklich sehr, sehr viel Raum ein und trotzdem nehme ich mich dabei selber nicht so ernst, wie wenn ich Neues schaffe tatsächlich. Wie interessant. Ja. Weil, also so wie das klingt, ist ja auch dann dieses Überarbeiten schon auch ein kreativer Prozess. Aber ich Ja. kann mir schon vorstellen, dass, also da, das mutmaße ich, dass wenn dann, wenn eine Geschichte da ist, Figuren da sind, dass man zu denen halt immer wieder zurückgehen kann. So, du hast vorher so schön gesagt, das ist wie wenn du die triffst und irgendwo gesehen hast. Man könnte ja auch sagen, wie Freunde, die man dann halt immer wieder trifft. Aber bis die da sind, dass das wirklich extrem viel Ruhe braucht, das kann ich mir schon vorstellen. Wie kommt es dann zu dieser großen Regelmäßigkeit? Das ist sehr beeindruckend. Also ich freue mich immer sehr, dass alle Leute das als viel empfinden, was ich Ja. veröffentliche, weil ich spüre das selber nicht so. Aber ich glaube, das hat damit zu tun, dass meine Texte oft auch lange liegen und schon mein erster Text, der Mucks, eigentlich 4 Jahre, nachdem ich das geschrieben habe, überhaupt erst veröffentlicht wurde, sodass ich immer irgendwas liegen habe. Und das ist natürlich ein großes Glück, weil ich mich sozusagen ein bisschen drauf ausruhen kann. Und sagen kann, ah ja, da liegt ja noch was. Es liegt auch jetzt was beim Verlag und das wird sowieso gerade alles so geschoben wegen Papiermangel oder weil andere Themen, die jetzt gerade wichtiger sind, wie zum Beispiel der Krieg, reingrätschen ins Programm und ich das super finde, dass ja da jetzt Dinge dazu erscheinen und meine Texte meistens nicht so tagespolitisch jetzt daherkommen, ja. Und dann wird es halt geschoben, das stört mich jetzt auch nicht. Im Gegenteil, es entlastet mich ein Stück weit, weil ich dann weiß, da kommt schon noch was so. Ja, sehr Das gut. ist in der Pipeline sozusagen. Und tatsächlich habe ich jetzt in den letzten 2 Jahren an so Kürzestexten geschrieben. Das war für mich ein bisschen die Rettung. Auch wieder eine Idee von meiner Lektorin, die wirklich sehr gut erspüren kann, wo hakt es gerade, was kann die Steffi gerade machen, was nicht. Und da habe ich mich auf eine Idee von ihr wieder eingelassen. Ich will jetzt gar nicht so schrecklich viel verraten, aber da habe ich Miniaturen geschrieben. Also wirklich Kürzestexte, Gedichte, ja, kurze Geschichten und auch wirklich so Kürzest-Dinge, die nachher auch mit dem Bild zusammenkommen sollen. Und
das hat mir erstaunlich viel Spaß gemacht und das war was Umgekehrt. Überblickbares tatsächlich. Ja. Also, dass man eben sagen kann, okay, ich kann jetzt keinen Roman anfangen, weil meine Kinder sind die ganze Zeit zu Hause und nebenher muss ich 4 Stunden am Tag Online-Unterricht machen und es geht nicht. Ich kann jetzt nicht schreiben und dann kann ich aber doch, wenn ich ein einzelnes Bild in eine Miniatur fasse, irgendwas aufs Papier bringen zumindest. Und sind die Miniaturen, ist es fortlaufend oder sind es wie so einzelne Schlaglichter? Nee, die gehören einem Rahmen zu, den ich mir auch selber ausgedacht habe. Und es ist eine Figur im Zentrum und ein Thema im Zentrum und sozusagen werden verschiedene Bögen geschlagen. Ja. Also erzählt insgesamt eigentlich schon eine Geschichte oder einen Alltag sozusagen. Ja. Und es ist für Kleinere auch wieder, also für Kinder. Aber genau, aber es ist eben nicht dieses Ding, was man bei einem Roman stemmen muss, dass man wirklich, wenn man 2 Wochen da nicht dran saß, dann versteht man überhaupt nicht mehr selber, was man da gemacht hat. Und das ist wirklich ein Problem, ja. Also in Ja, meinem Leben, so wie du es jetzt gerade geschildert hast, in dem das Schreiben eigentlich nicht so schrecklich viel zeitlichen Raum einnimmt. Im Kopf sehr viel, weil ja. ich ja ständig durch die Welt gehe. Ich nenne es immer den Sinnesstaubsauger für meine LeserInnen, dass ich So eben, coole Begriffe, ja. sehr schön. Ja, ich Ja, möchte es dir erklären, ne? Also ich möchte ja erklären, klar. wie sowas funktioniert. Und Kinder fragen, wie funktioniert es denn Schreiben? Und ich sage, ja, naja, ich laufe durch die Welt und bei allem, was ich tue oder fast allem, ist der Staubsauger dabei, der so Bilder einsaugt und Geräusche und Gesten, wie streicht sich jemand das Haar hinter die Stirn, wie guckt jemand den anderen an, wie bewegen sich die Wimpern, wie klingt der Wind, weiß der Himmel. Und alle diese Dinge werden eingesaugt, das auch arbeiten. Aber das merkt man natürlich nicht so sehr. Und die kommen dann nachher wieder raus in einer Geschichte, wenn man Glück hat. Irgendwo. Wunderbar. Stefanie, das ist so großartig. Ich danke dir so sehr, dass du uns jetzt hier am Bilderstaubsauger-Sinnesanzieher und allem und deinem Schreiben und Tun hast teilhaben lassen. Vielen, vielen Dank. Es war hochinteressant und ich freue mich wahnsinnig auf deine Miniaturen und bin da sehr gespannt. Danke. Danke dir. Mach's gut. Tschüss. Mach's auch gut. Vielen Dank für die super schönen Fragen. Ich danke dir Merci. für die wunderbaren Antworten. Tschüss.